Hallo allerseits. Wenn ihr Besitzer einer SSD-Festplatte sind, dann ist die Überwachung des Zustands nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Immerhin sind die Ressourcen eines Festkörperlaufwerks im Vergleich zur Festplatte begrenzt und das Risiko eines Datenverlusts höher. Obwohl dieser Nachteil durch eine erhebliche Anzahl von Vorteilen bei der Verwendung von SSDs vollständig kompensiert wird, unterscheiden sie sich ihrem Design von Standardfestplatten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Machen wir uns also mit mehreren kostenlosen Programmen vertraut und führen eine Reihe von Tests durch, um mehr über den Gesundheitszustand und die Leistung unseres SSD-Laufwerks zu erfahren. Der erste Schritt: Diagnost. Gesundheitszustand vom SSD-Laufwerk. Laden Sie das Programm SSD Live Free herunter und installieren Sie es. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Dieses Programm verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die es selbst unerfahrenen Benutzern bequem und benutzerfreundlich macht. Das Programm ist auch sehr nützlich, wenn Sie eine SSD zur Hand kaufen und wissen möchten, wie viel Zeit und wie intensiv sie verwendet wurde. Führen Sie das Programm aus. In dem sich öffnenden Fenster sehen wir die geschätzten Gesundheitsindikatoren, in meinem Fall ausgezeichnet, und die geschätzte Lebensdauer der SSD in der aktuellen Nutzungsart, in meinem Fall bis Juli 2026. Unten sehen wir die zusammenfassenden Informationen. Modell des SSD-Laufwerks, wie viel Speicherplatz wird verwendet, wie viele Stunden insgesamt hat die Festplatte bereits funktioniert, in meinem Fall etwas mehr als 4 Monate. Wie oft wurde eingeschaltet, in meinem Fall fast 300 Mal. Die Integritätsskala, die Anzahl der prognostizierten Betriebsjahre der Festplatte in diesem Lademodus angibt. Ganz unten sehen wir, wie viele Daten während des gesamten Betriebszeitraums gelesen und auf die GB-Festplatte geschrieben wurden. Zweiter Schritt: Überprüfung der Lese-Schreibe-Schwierigkeiten des SSD-Laufwerks. Die Lesegeschwindigkeit einer modernen Festplatte liegt bei etwa 60 Megabit pro Sekunde, während selbst eine durchschnittliche SSD-Festplatte 4 bis 5 mal höhere Anzeigen liefert. Überprüfen Sie dies aus. Laden Sie das AS-SSD Benchmark Programm herunter. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wir extrahieren das Programm aus dem Archiv und führen es aus. Wählen Sie im folgenden Fenster das SSD-Laufwerk für den Test aus und lassen Sie den Haken nur in der Nähe des Elements SEC. Um den Test zu starten, klicken Sie auf Start. Das Programm führt den Test durch und zeigte das Ergebnis an. Sie können diese Indikatoren mit den deklarierten Indikatoren auf der Webseite des Herstellers Festkörperlaufwerks vergleichen, um festzustellen, ob sie diesen entsprechen oder nicht. Diese Zahlen können geringfügig von den angegebenen abweichen. Eine große Lücke in den Anzeigen kann jedoch auf eine Fehlfunktion Ihres SSD-Laufwerks hinweisen. Schritt 3: Test auf Fehler vom SSD-Laufwerk. Laden Sie das Programm Disk Checkup Programm herunter und installieren Sie es. Der Link befindet sich in der Beschreibung.
Wählen Sie im folgenden Fenster die Festplatte und anschließend die Registrierkarte Disk Self-Test aus. Wählen Sie dann unter Test Type die Option Extended Test, um einen vollständigen Test der SSD-Festplatte durchzuführen, und drücken Sie die Taste Start. Fertig. Wir sehen eine Meldung, dass der Test bestanden wurde und im Laufwerk keine Fehler festgestellt wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal, um die Veröffentlichung neuer Anleitungen zu beschleunigen. Tschüss!